Lewis Carrolls Geschichte Alice im Wunderland diente schon das ein oder andere Mal als Vorlage für ein Videospiel. Die bekannteste Umsetzung bis dato dürfte American McGee's Alice sein. Hier wurde das Kinderbuch zu einem düsteren Spiel umgemünzt. Etwas, das bei der fantasievollen Vorlage passte wie die Faust aufs Auge. Jetzt gibt es mit Down the Rabbit Hole abermals ein Spiel, das von dem Buch inspiriert wurde. Allerdings für Virtual Reality. Ich habe mich mit dem Spiel auseinandergesetzt und in das Loch des Hasenbaus fallen lassen. Sobald ich Down the Rabbit Hole starte, muss ich erstmal an ein anderes Spiel denken, Moss. Statt VR-typischer Ego-Perspektive gab es hier einen Blick von außen auf unseren Mausehelden. Von links nach rechts bewegt man hier die Spielfigur von Bildschirm zu Bildschirm und greift als eine Art Aufpasser immer mal wieder ins Geschehen ein, um der Maus den Weg freizumachen. Ähnlich ist das bei Down the Rabbit Hole. Jede Szenerie entfaltet sich wie ein Diorama vor euch, während ihr eure Heldin mit den Analogsticks der Oculus Controller bewegt. Außerhalb der Dioramen befinden sich Wurzeln, die ihr greifen und dann die Szene vor euch neu positionieren könnt. Gerade das macht verdammt viel Spaß, weil man hier wie in einem Aquarium wunderbar abtauchen kann. Ich drehe und ziehe mir den Bildausschnitt zurecht und kann aus nächster Nähe beobachten, was sich hier entfaltet. Gerade das wirkt in VR mit dem 3D-Effekt wunderschön. King needs more food, never enough food. I've looked all over and I haven't found a single invitation. Aus der Gameplay-Perspektive handelt es sich bei Down the Rabbit Hole um ein Adventure mit leichtem Rätseleinschlag. Ihr taucht immer mehr in die Welt von Alice in Wunderland ab und trefft dabei die typischen Charaktere, wie zum Beispiel die Grinsekatze oder natürlich auch die Herzkönigin. Wobei das Spiel schon eher eine eigene Story bietet und nicht zu nah am Buch ist. Ihr habt euer Gedächtnis verloren und seid auf der Suche nach eurem eigenen Haustier, was euch immer tiefer in den Hasenbau führt. Im späteren Verlauf schließt sich euch dann noch die Karte 4,5 an. So gibt es dann etwas komplexere Rätsel, bei denen ihr zwischen den beiden Figuren hin und her wechseln müsst. In manchen Situationen wechselt das Spiel kurz in die Ego-Perspektive. Zum Beispiel, wenn man etwas in einem Bildschirm genauer untersuchen soll oder ein Rätsel knackt. Das wirklich Charmante an dem Spiel ist, dass sich quasi alles um euch herum abspielt. Ihr dreht euch meistens im Kreis, um das Geschehen weiter zu verfolgen. Und blickt man dann zum Beispiel nach oben, sieht man, wie die einzelnen Szenen um einen herum ein Loch bilden, in dem wir immer tiefer abtauchen. Der Titel des Spiels wird so perfekt in Szene gesetzt. No, please don't! Four half! Halves. Always taking things that aren't theirs. Down the Rabbit Hole ist einfach ein nettes Spiel und für mich abermals der Beweis, dass Virtual Reality Spiele nicht unbedingt in der Ego-Perspektive stattfinden müssen, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Diese Welt zu beobachten und nah zu sich heranzuholen ist tatsächlich magisch. Was auf dem flachen Bildschirm wenig beeindruckend wirken mag, entfaltet in VR sein volles Potenzial und sorgt immer wieder mal für Staunen. Darin liegt aber auch das Problem. Wer nicht selbst erlebt oder schon mal mitbekommen hat, wie Virtual Reality funktioniert, der wird das auch schwer nachvollziehen können. Down the Rabbit Hole gewinnt enorm durch das Medium Virtual Reality. Ich hoffe, es kommen noch viele Spiele, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen. It's quite important she gets distracted with something else. Or chop chop.